Wir leben in einer Welt voller Konflikte und Spannung. Ich möchte jetzt aber an dieser Stelle nicht über die Konflikte reden, die oftmals mit Waffengewalt gelöst werden, sondern über die Konflikte in unserem privaten Bereich. Auch da haben wir Unfrieden und Spannung mit vielen Menschen. Das passiert meist, wenn Erwartungen nicht erfüllt oder Versprechen nicht eingehalten werden. Da kommt es dann oft zu Frust, zu Enttäuschung bis hin zu inneren Verletzungen. Und wenn das nicht durch Vergebung aus der Welt geschafft wird, dann kann das dauerhaft Beziehungen sehr stark belasten. Das erleben wir halt immer wieder in unserem Freundeskreis, in der Familie, aber manchmal auch mit Leuten, denen wir gar nicht so nahe stehen. Jemand, der für viele Menschen ganz fern ist, ist Gott. Wie sieht es bei dir aus? Hast du Frieden mit Gott oder stehst du mit ihm noch auf Kriegsfuß? Viele Menschen sind von Gott enttäuscht, weil er ihre Erwartungen nicht erfüllt. Aber wie sieht es andersrum aus? Hat Gott auch Erwartungen an dich? Was erwartet er von dir? Möchte er vielleicht keinen Kontakt mit dir, weil du dich nicht für ihn interessierst? Fangen wir mit der guten Nachricht an. Gott ist liebevoll. Egal, was wir machen, wie wir sind, er liebt, weil Gott Liebe ist. Und gleichzeitig ist Gott auch unheimlich gerecht. Seine Gerechtigkeit ist absolute Perfektion. Sein Maßstab ist wirklich sehr, sehr hoch. Und man kann ihm nur gefallen, wenn man alle seine Gebote hält. Die Bibel sagt, selbst wenn man das ganze Gesetz hält und in nur einem Gebot nicht das macht, was Gott gesagt hat, dann hat man gegen das ganze Gesetz verstoßen. Hand aufs Herz, wir schaffen es doch noch nicht mal, die 10 Gebote zu halten. Und da gibt es noch viel mehr Gebote von Gott. Gibt es also keine Hoffnung für uns Menschen? Ich habe doch gesagt, es gibt eine gute Nachricht. Ja, und die gibt es auch. Es gab einen Menschen, über den Gott sagte, dass er an ihm wohlgefallen hat. Jesus Christus, Gottes Sohn. Als Jesus auf diese Erde kam, hat er keine Sünde begangen und hat auch nie ein falsches Wort gesagt. Das ist der große Unterschied zwischen Jesus und uns. Du magst vielleicht denken, schön für Jesus, aber was bringt mir das? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Jesus kam in diese Welt mit einem Auftrag, der in Johannes 3, Vers 16 bis 18 zusammengefasst wird. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohn Gottes geglaubt hat. Gott hat die Spannung zwischen seiner Liebe und seiner Gerechtigkeit durch Jesus Christus gelöst. Denn durch das Gesetz halten wird vor Gott wirklich kein Mensch gerecht. Egal, ob wir alle Regeln befolgen oder nicht, wir schaffen es einfach nicht. Und eigentlich müssten wir für diese Sünde selber sterben, denn das ist die Konsequenz dadurch. Aber Gott hatte eine geniale Idee. Und so kam Jesus Christus, der ohne Sünde war, in diese Welt und ist stellvertretend für alle Menschen gestorben. Für dich und für mich. Auf diese Weise hat Gott sich mit uns selbst versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Der menschliche Eigenwille, der strebt gegen Gottes Gesetz und gegen seinen Willen. Er möchte nicht das tun, was Gott von ihm möchte. Selbst wenn wir es versuchen, aus eigenen Taten können wir Gott einfach nicht gefallen, weil es sind so viele Regeln und Gottes Maßstab ist absolut perfekt. Doch wir sind dazu eingeladen, darauf zu vertrauen, was Jesus Christus für uns getan hat. Dass er für uns stellvertretend gestorben ist, wieder auferstanden ist und uns neues Leben geben möchte, wenn wir daran glauben. Wenn wir darauf vertrauen, ist es genau das, was die Bibel Glaube nennt. Wir sind dazu eingeladen, darauf zu vertrauen, dass das stimmt, was Gott uns versprochen hat. Das, was er über Jesus Christus gesagt hat und in der Bibel aufgeschrieben ist, dass wir daran glauben und vertrauen, dass der Tod und Auferstehung von Jesus genug sind, damit wir vor Gott gerecht werden. Wenn wir diese Einladung annehmen, dann haben wir Frieden mit Gott. Das ist doch eigentlich wunderbar, oder nicht? Vielleicht liest du jetzt diesen Text mit einer inneren Anspannung und willst das alles nicht glauben. Das ist absolut verständlich. Vielleicht ist es für dich total neu oder du hast es zum ersten Mal gehört. Ich möchte dich aber ermutigen, dass du dich nicht von deinen Gefühlen leiten lässt, sondern diese Entscheidung triffst. Auch ich habe diese Entscheidung getroffen und ich habe sie bis heute nicht bereut. Es war eine sehr gute Entscheidung, das Angebot von Gott anzunehmen und ein Leben mit ihm im Frieden zu leben.
Und ich bitte dich wirklich jetzt stellvertretend auch für Gott, nimm dieses Angebot an, schließ Frieden mit Gott. Wenn du dazu noch Fragen hast, wie das geht, wie man mit Gott redet, wie man dieses Angebot annimmt oder was mit Jesus auf sich hat, dann wende dich gerne an uns. Wir schenken dir auch gerne eine Bibel, damit du nachlesen kannst, was ich dir heute gesagt habe. Wir laden dich wirklich herzlich ein. Nimm Kontakt mit uns auf und wir helfen dir gerne, dass du Frieden mit Gott schließen kannst.